Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Infovideo von mir zum Update von gestern, dem 14. April 2015. ich habe da so zwei, drei falsche Angaben gemacht, beziehungsweise eine größere falsche Angabe und die kleineren sind in dem Falle irrelevant. Und zwar geht es daher um die Aufnahmetermine, und zwar habe ich gesagt, dass ich in Zukunft erstmal nichts weiter aufnehmen werde oder beziehungsweise weniger aufnehmen werde, was natürlich so der Fall dann ist, des wenigeren Aufnehmens. Aber ich habe auch gesagt, dass City Skyline nicht folgen wird, aktuell zumindest nicht. Und das möchte ich jetzt korrigieren, denn ich werde jetzt in den nächsten Tagen zumindest versuchen, City Skylines aufzunehmen. Das heißt, eventuell werden drei, vier Folgen folgen. Und dann, je nachdem, wie es halt technisch weiterläuft, werde ich dann auch so weiter dann aufnehmen können oder eventuell auch gar nicht aufnehmen können. Weil ab 30.000 Einwohner ungefähr, kann man so schätzen, geht meine FPS dann doch stärker in die Knie. Also ist sie ungefähr bei 17 bis 20, eventuell manchmal auch ein bisschen drunter. Das müssen wir uns dann noch auf jeden Fall anschauen. Und ja, ich denke mal, wir kriegen das trotzdessen hin. Also sollte nicht so das große Problem sein. Sollte es doch dann am Ende das größere Problem sein, dann sollten wir das irgendwie schon lassen. Und ja. Des Weiteren habe ich mir vorgenommen, CT6XL noch ein bisschen weiterlaufen zu lassen. Allerdings sehr unregelmäßig, das heißt, ja, sobald ich halt Zeit habe oder beziehungsweise sobald es halt funktioniert, werde ich das aufnehmen, denn mein PC hat aktuell so ein bisschen Tage, wo es nicht läuft und Tage, wo es läuft, und da muss ich auch noch ein bisschen so abschätzen, wann es ungefähr funktioniert. Das merke ich eigentlich relativ gut durch die Performance vom PC halt. Aktuell ist es eher weniger gut, das heißt, hier und da, selbst beim Videoschnitt, habe ich sehr arge Probleme, dass es entweder sehr lange dauert oder es ruckelt dabei extrem. Liegt halt daran, weil es halt Videobearbeitung ist und der Prozessor halt dafür nicht wirklich ausgelegt ist. Beziehungsweise vorher hat es ja auch geklappt, das alte Setup, aber dadurch, dass ich jetzt keine Wärmeleitpaste drauf habe, weil die noch nicht geliefert wurde und so weiter und so fort, macht das aktuell noch ein paar Problemchen. Ich werde in Zukunft ein paar Clips raushauen zu GTA 5 im Regisseurmodus. Also soweit funktioniert das eigentlich alles ohne Probleme. Hier und da gibt's zwar Probleme, muss man halt zugeben, dass es mal leckt oder so, aber ich denke mal, im Großen und Ganzen sollte das weitartig funktionieren. Ich weiß jetzt nicht, was weitartig ist, aber ihr wisst es wahrscheinlich. Und ja, ich werde es nachher mal versuchen. Gestern gab es arge Probleme beim Hochladen. Ich habe da schon einen Clip von 33 Sekunden ungefähr zusammengestellt. Werde das halt auch noch alles bearbeiten dann später. Also Thumbnail einfügen, die Videobeschreibung bearbeiten, weil dort darfst du manche Worte nicht schreiben, warum auch immer. Sonst hast du dann auch Gefahr, dass dein Account beim Social Club gesperrt wird oder du halt kurzzeitig nicht mehr drauf zugreifen kannst. Und ja, also die haben da schon sehr, sehr starke Vorschriften, aber ich denke mal, wir haben hier und da dann keine Probleme damit. Ja, genau, das ist das, was ich sagen wollte. Wie gesagt, hier und da habe ich Probleme gehabt. Leider Gottes. Ich denke mal, das wird sich jetzt auch ein bisschen minimieren, alles. Noch einen kurzen Infostand zu den
Neuigkeiten für das neue alte Mainboard, also eher das neue Mainboard dann, wo dann halt dieser wunderschöne Prozessor drauf passt. Oh, das ist ja gespiegelt. Kann ich im Video was ändern? So. Ja, so, da habt ihr das wenigstens richtig. So. So. Und ja, so, jetzt gehen wir wieder auf gespiegelt. Sehr schön, dass es die Möglichkeit gibt. Sinnlos, aber hey, was soll's. So ist das Leben. Und ja, ich warte drauf. Ich hoffe, dass es dann bald kommt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil die auch sich noch nicht gemeldet haben, beziehungsweise die Lieferanten noch nicht gemeldet haben. Aber ich denke mal, vielleicht wird es was. Ich hoffe es zumindest. Also, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann dabei seid. Das nächste Infovideo wird es, denke ich mal, jetzt auch in den nächsten Tagen dann geben. Also ich werde euch jetzt über die Facecam noch ein bisschen auf dem Laufenden halten, was jetzt auch so in der Technikwelt dann eventuell abgeht. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen, ob ich das mache. Und ja, also vielen Dank, bis zum nächsten Mal, euer Labitonix.